9 Heilmittel gegen die Symptome der Menopause. Die Menopause ist eine sehr wichtige Etappe, die für Frauen viele Veränderungen mit sich bringt. Meist machen sich folgende Symptome bemerkbar: Hitzewallungen, starkes Schwitzen, trockene Haut, Übergewicht, Stimmungsschwankungen. Dabei wird die Menopause von jeder Frau unterschiedlich erlebt und kann eine stärkere oder schwächere Ausprägung haben. In diesem Artikel stellen wir dir 9 natürliche Anwendungen vor, um die Symptome der Menopause zu lindern. Wir konzentrieren uns dabei auf die Ernährungsweise und einige sehr effektive Heilmittel ohne Nebenwirkungen. 1. Natürliche Säfte. Eine ausgewogene Ernährung ist grundlegend, darüber hinaus können verschiedene Nahrungsergänzungen sehr hilfreich sein, um die Symptome der Menopause zu lindern. Natürliche Säfte, die man zu Hause mit Früchten und Gemüse ganz einfach zubereiten kann, sind ausgezeichnete, um eine gesunde, vielseitige Ernährung zu ergänzen. Sie versorgen uns nicht nur mit einer großen Menge an Vitaminen und Mineralien, sondern liefern auch Ballaststoffe, welche die Darmtätigkeit verbessern und die Reinigung des Organismus fördern. Auf diese Art und Weise kann man eine Ansammlung von Giftstoffen vermeiden, die die Symptome der Menopause verstärken könnten. 2. Chiasamen. Wenn man Chiasamen über Nacht in Flüssigkeit einweicht, entsteht eine Art Gel. Die Quellstoffe helfen, den Magen-Darm-Trakt gründlich zu reinigen. Chiasamen können so helfen, an Bauchumfang zu verlieren. Vor allem bei Personen, die an Gasbildung und Verstopfung leiden. Chiasamen können auch für Sakes, Säfte oder Kekse verwendet werden. Auf diese Art und Weise nimmt man die Samen zu sich, ohne es überhaupt zu merken und schafft es, die Taille zunehmend zu verschmälern. 3. Knoblauch. Um die Gesundheit im Allgemeinen zu verbessern und den Symptomen der Menopause entgegenzuwirken, kannst du dir die Eigenschaften des Knoblauchs zunutze machen. Knoblauch ist ein medizinisch wirksames Nahrungsmittel, das den Organismus reinigt und die Durchblutung verbessert. Man kann Knoblauch entweder roh auf einem getoasteten Brot verteilt zu sich nehmen oder ihn genauso gut zu hausgemachten Gemüsesäften hinzufügen. Es stehen auch Kapseln mit Knoblauchöl für diejenigen zur Verfügung, die den Geruch nicht ertragen können. 4. Gemüse. Alle Arten von Gemüse sind wohlbringende Nahrungsmittel für die Menopause und das aus 2 Gründen. Auf der einen Seite sind sie reichhaltig an pflanzlichen Proteinen und Ballaststoffen. So verbessern sie die Darmtätigkeit und helfen, die Fettpolsterchen an der Hüfte zu verringern. Auf der anderen Seite enthalten sie auch Phytoöstrogene, welche dabei helfen, Hormonschwankungen zu regulieren. So können die Symptome der Menopause gelindert werden. 5. Ginsen. Ginsen ist eine medizinische Pflanze, die sehr gut bei depressiven Verstimmungen oder Niedergeschlagenheit wirkt, die häufig in der Zeit der Menopause entstehen.
Diese Wurzel wird jedoch nicht bei nervösen Zuständen oder arterieller Hypertension empfohlen, da sie sehr aktivierend auf den Organismus wirkt. Man kann die Behandlung mit Ginseng für 10 Tage durchführen und den Rest des Monats pausieren. Eine deutliche Verbesserung in der allgemeinen Stimmungslage wird sich bemerkbar machen. 6. Maca. Maca ist eine Knolle, die ursprünglich aus den Anden kommt und hilft, das hormonelle Ungleichgewicht natürlich zu regulieren, ohne Nebenwirkungen zu verursachen. Darüber hinaus hat Maca auch positive Auswirkungen auf Haut und Haare und ist ein sehr effektives Aphrodisiakum für Männer und Frauen. 7. Beehäfe. Beehäfe ist ein sehr bekanntes Nahrungsergänzungsmittel, um Probleme mit der Haut, den Haaren oder den Nägeln zu behandeln. Auch in der Menopause ist Beehäfe sehr nützlich, um den Körper mit Energie zu versorgen und das Nervensystem zu regulieren. 8. Ätherisches Salbeiöl. Ätherische Öle sind eine sehr angenehme und effiziente Möglichkeit, um Körper und Geist in Gleichgewicht zu bringen. In der Menopause ist Salbeiöl sehr effektiv. Damit können Traurigkeit, Reizbarkeit, Flüssigkeitseinlagerungen oder erhöhter Blutdruck gelindert werden. Bachblüten sind Essenzen aus Blüten, mit denen physische, aber auch psychische Störungen behandelt werden. Nussbaum und Geißblatt, um sich den Veränderungen anzupassen. Wildrose, spendet Energie und Vitalität. Enzian, bei Mutlosigkeit. Ein professioneller Therapeut kann dabei helfen, die für den jeweiligen Fall passende Mischung zusammenzustellen.